Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und tatsächlich heute zu einem Video, was eigentlich vor, weiß ich nicht, 3 Monaten hätte kommen sollen, aber wegen einer bestimmten Sache erst jetzt online kommt. Ich bin euch ehrlich, zeitlang habe ich gedacht, das Video kommt gar nicht mehr online, aber ich dachte mir, ganz ehrlich, besser spät als nie, weil ich glaube trotzdem interessiert das Ganze noch relativ viele von euch. Und zwar geht es heute um diese wunderschöne Werbung. Ne, ich denke mal, jeder von euch, wirklich jeder Einzelne, wird diese Werbung in den letzten Monaten, Wochen, was auch immer, auf jeden Fall bei Instagram gesehen haben. In diesem Video werden wir mal schauen, was steckt eigentlich hinter dieser Werbung? Wie sind die Produkte? Wie sind die Preise? Wie ist die Qualität? Wie ist der Fit? Denn es gibt heute einen Vicinity Brandcheck, beziehungsweise ein XXL Vicinity X Lost Boys Unboxing. Und wenn ich sage XXL Unboxing, dann meine ich auch XXL Unboxing. 3 von 4 Paketen habe ich auch schon seit 3 Monaten hier stehen. Also wirklich, die 3 Pakete oder ich glaube die 3 Pakete liegen wirklich seit 3 Monaten bei mir rum. Und ich habe die seit 3 Monaten nicht angefasst, nicht ausgepackt, gar nichts. Und ich glaube, ihr wisst, wie das ist, wenn man ein Paket hat, das man gerne auspacken würde, aber es nicht auspacken darf. Und dieses Paket hier oder dieses, eins von beiden, kam wirklich erst gestern an. Aber warum? Dazu kommen wir später. Jetzt würde ich sagen, bevor wir das Ganze mal auspacken und uns die Sachen angucken, gibt es erstmal so einen kleinen Infopart zu vor allem Vicinity, aber auch Lost Boys, weil ich glaube nicht jeder weiß jetzt unbedingt, von welchen Brands ich hier spreche. Und zwar handelt es sich hier um einen Collabo-Drop zwischen der Brand Vicinity und der Brand Lost Boys. Vicinity ist eine Brand aus Deutschland, ich meine aus dem Raum Stuttgart, die jetzt schon ein bisschen länger auf jeden Fall Mode macht und, würde ich mal behaupten, von Kollektion zu Kollektion zu Kollektion immer mehr an Bekanntheit generiert. Und für diesen Drop hat sich jetzt Vicinity mit der, ich meine, dänischen Brand Lost Boys zusammengetan. Hier mal das Instagram eingeblendet. Die sind vor allem bekannt für ihre Custom Sneaker, die vor allem auch, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr viral gingen. Ich denke mal, von diesen ganzen Modellen hier solltet ihr irgendeins wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Und jetzt haben sich eben diese beiden Brands zusammengetan, eine gemeinsame Kollektion auf die Beine gestellt, die, würde ich mal behaupten, anhand der Instagram-Likes der Beiträge geisteskrank beliebt war. Und jetzt wollen wir eben einfach mal schauen, wie die Sachen sind. Deswegen nicht mehr viel labern. Und jetzt packen wir das Ganze mal aus. Was mich auf jeden Fall beeindruckt hat, waren die Preise. Denn die waren verhältnismäßig eigentlich relativ preiswert. Ich hoffe aber, dass die Qualität nicht untergelitten hat. Ich habe jetzt auf die beiden Pakete und das andere Paket, wirklich, ich glaube, die kamen 3 Tage nach dem Release, da habe ich wirklich lange drauf gewartet. Aber eben auf ein Paket, das wir gleich auspacken, habe ich ein bisschen länger gewartet. Ne? So kommt das Ganze erstmal an. Ich bin euch ehrlich, ich weiß auch gar nicht mehr so genau, was ich jetzt alles bestellt habe. Beziehungsweise, eigentlich habe ich gar nichts bestellt, ich habe alles umsonst bekommen. Kuss, 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 sehr, sehr korrekt. Aber trotz dessen, ihr wisst, Freunde, ihr kennt mich, sage ich immer meine ehrliche Meinung. Ja, das ist aber geil. Guck mal, es kommt in so einer Dustbag irgendwie. Habe ich auch noch nie gesehen. Ey, Digga, das ist ja echt geil. Und hier gibt es schon mal den allerersten Zip-Hoodie. Hier haben wir einmal den zweiten Zip-Hoodie. Der kommt jetzt aber nicht in dieser Bag. Der war jetzt einfach so hier drin. Und zu guter Letzt ist das Paket dann einmal leer. Und wir haben, was ist das? Eine Hose. Okay, ich habe auch eine Hose. Nice. Und hier ist auch wieder die Rechnung am Start. Wir haben, ja, und das ist das Paket, auf das ich so lange gewartet habe, einmal einen cremefarbenen Hoodie. Und ich würde mal sagen, so das Highlight der Kollektion, wir haben die Vicinity X Lost Boys Custom Sneaker. Sehr, sehr nice, habe ich aber sehr lange drauf gewartet. Und wir kommen dann jetzt zum letzten Paket. Also ihr merkt, es ist auf jeden Fall relativ viel. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was hier so drin ist. Ah, okay, okay, krass. Die habe ich ja auch. Perfekt für die Jahreszeit jetzt. Wir haben einmal eine lilane Fleecejacke und eine schwarze Fleecejacke. Bei 38 Grad brauche ich jetzt unbedingt eine Fleecejacke, nur die Kollektion kam halt eben im April raus. Und da waren die auf jeden Fall perfekt. Wir haben 2 Zip-Hoodies, glaube ich. Wir haben einen Hoodie, eine Hose, 2 Fleecejacken und Schuhe. Boah, es wird ein anstrengendes Video, aber ich hab Bock. Ich würde sagen, wir starten mit dem Piece, auf das ich am längsten gewartet habe, weil dann kann ich auch das Thema abhaken, warum ich so lange drauf gewartet habe. Und zwar nämlich einmal die Schuhe. Ihr könnt schon sehen, die Box
Vicinity x Lost Boys. Kommen wir aber jetzt dazu, warum ich so lange hier drauf gewartet habe. Da wurde am Anfang sogar vermittelt, dass die, ich glaube, 2 bis 3 Wochen nach Release ankommen. Kam am Ende des Tages aber erst 3 Monate nach Release. Und so wurde mir das jetzt vermittelt, ich habe nämlich ein bisschen mit denen geschrieben, dass die von der Produktion verarscht wurden, angelogen wurden, es wurden Liefertermine genannt, die nicht eingehalten wurden. Die Produktion hat gesagt, yo, wir kriegen das easy 2 bis 3 Wochen nach Release hin. Haben sie nicht geschafft, am Ende des Tages gab es da irgendwie mega Beef und die kamen halt einfach erst mega spät. Wenn man das Ganze auspackt, haben wir erstmal hier einen Dustbag, wo einmal Vicinity x Lost Boys vorne drauf, hier in so einem Creamton. Auf dem allerersten Eindruck, muss ich ehrlich sagen, sind die für mich eigentlich genauso wie die High-Version, weil es gibt davon schon eine High-Version von Lost Boys, blende ich euch hier mal ein. Ne? Sieht an sich eigentlich erstmal genauso aus. Wenn man aber mal ein bisschen genauer hinsieht, dann gibt es hier wirklich viele kleine Details, wie zum Beispiel, dass auf dem rechten Schuh einmal das Vicinity-Logo oben auf der Zunge ist und hinten auf der Ferse einmal eingestickt. Auf dem linken Schuh eben das Lost Boys Logo auf der Zunge und das Lost Boys Logo hinten in der Ferse nochmal eingestickt. Wir haben auf dem rechten Schuh auch das Vicinity und Lost Boys Logo nochmal klein hier an der Seite und auf dem linken Schuh gibt es eine 3000. Kann sein, dass es eben für die Stückzahl steht, weil hier auf dem Tag steht zum Beispiel Schuh Number 1941. Also wenn die wirklich 3000 Stück davon verkauft haben, produziert haben, dann Hut ab, wirklich sehr, sehr krass. Ansonsten haben wir ganz klassisch für Lost Boys eben diese AK, ist das glaube ich hier, an den Seiten. Verarbeitung muss ich sagen, ist jetzt nicht irgendwie geisteskrank, dass ich sage, Alter, was eine crazy Verarbeitung, aber ist auf jeden Fall okay. Rein optisch gefallen sie mir auf jeden Fall, aber die müssen ja auch bequem sein und passen. Deswegen, ich habe hier eine 44, die Schuhe kosten by the way 200 Euro. Wir ziehen die jetzt einmal an und gucken, wie die denn fitten. Ich habe den Schuh jetzt mal angezogen und der passt auf jeden Fall perfekt und der ist wirklich, der ist gemütlich. Ich blende euch jetzt mal ein Fit-Video ein, wie der ganze Lachs angezogen auch aussieht. Und ja, doch, der ist nice, kann man safe machen, ist gemütlich, passt perfekt. Ist natürlich jetzt Geschmackssache. Die einen werden ihn feiern, die anderen werden sagen, oh, der ist ja gar nicht geil. Ist Geschmackssache, aber passen tut er und fitten tut er auch. Machen wir dann weiter mit den beiden Zip-Hoodies. Ich weiß gerade gar nicht, ob das genau dieselben sind, nur in einer anderen Farbe. Hier hätten wir dann einmal den cremefarbenen Zip-Hoodie. Ne? So sieht das Ganze aus. Und dann wird das hier, denke ich mal, genau dasselbe sein vom Print her. Nur halt jetzt eben in so einem dunklen Grau. Man kann erkennen, es sind auf jeden Fall nicht dieselben. Denn der hier ist auf jeden Fall viel, viel leerer, sage ich mal, als der creamfarbene. Beim creamfarbenen, okay MacBook, danke für den Ton. Hier haben wir halt noch unten vor allem an den Bauchtaschen verschiedenste Prints und das hat der halt eben nicht. Schauen wir uns jetzt nur den creamfarbenen an, weil sonst muss ich ja die ganze Zeit 2 Zip-Hoodies halt vom Ding her sind ja gleich. Was den Print betrifft, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, ist relativ laut, da ist wirklich, ihr könnt sehen, viel los auf dem Zip-Hoodie. Wir haben hier Kamele drauf, wir haben einen Menschen, wir haben Zielscheiben, wir haben Vicinity-Logo, Lost Boys-Logo, so ein Mond, also da ist wirklich viel los, aber es gefällt mir und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde diesen Zusammenhang von Lost Boys mit diesen Waffen, was auf den Schuhen ja mal drauf ist, und Vicinity mit diesem Zielscheiben-Logo, was ja auch schon vorher war, irgendwie geil, weil es passt einfach. Zielscheibe, Waffen, so, es passt einfach. Ansonsten haben wir noch ein Vicinity x Lost Boys Hangtag und einmal, das finde ich aber jetzt persönlich irgendwie nicht so geil gelöst, haben wir das Vicinity und das Lost Boys Logo nebeneinander als Main Label. Also ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen geiler lösen können, anstatt einfach beide Main Labels da so drauf zu klatschen. Ihr könnt sehen, die Arme sind wirklich krass lang, sehr breit. Deswegen mal schauen, was uns da erwartet. Wir ziehen das Ganze jetzt einmal an und ja, let's go. Ich sage euch ehrlich, ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, wie ich den Fit finden soll. Ich bin der Meinung, ich hätte wahrscheinlich eine Size M nehmen sollen, weil ich habe eine L genommen. Ich blende euch jetzt mal ein Fit-Video ein. Ihr könnt sehen, die Ärmel sind extrem, extrem lang, wie eben schon gesagt. Und der ist halt relativ boxy, also wirklich breit geschnitten. Ich glaube, das kann man auch gut erkennen. Und ich bin der Meinung, eine M wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen, weil ja, der ist schon sehr, 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 sehr groß. Ich finde es an sich trotzdem cool und ich glaube, in der Wäsche läuft der auch noch ein bisschen ein. Grob und ganz auf jeden Fall ein stabiler Fit, nur wahrscheinlich hätte ich eine Größe kleiner nehmen müssen. Der Zip-Hoodie kostet 70 Euro, was auf jeden Fall im Vergleich zu anderen deutschen Marken preiswerter ist, weil jetzt als Beispiel so ein Peso verlangt, glaube ich, 95 Euro für einen Zip-Hoodie. Aber dafür ist halt auch die Qualität
nicht so gut wie bei den Marken, die eben mehr verlangen. Wir haben jetzt zum Beispiel keine 100% Baumwolle, wir haben 20% Polyester und da bin ich persönlich einfach nicht so ein Fan von, weil du schwitzt, finde ich, mehr da drinne und 100% Baumwolle wirkt einfach immer ein bisschen wertiger. Ich glaube, den Hoodie, den gab es auch noch in lila, soweit ich weiß. Ich meine schon. Und wir haben den hier aber einmal in Cream. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr so genau, wie der aussah. Ich blende euch jetzt mal ein Close-Up ein vom Print, weil ich kann jetzt hier wieder nicht so viel entziffern. Wir haben hier auf jeden Fall Soldaten drauf, also auch alles passend zu diesem ganzen Waffenthema. Ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Was mir auf jeden Fall so beim Anfassen auffällt, der ist sehr, sehr weich. Also wirklich sehr flauschig, relativ dick. Ich denke mal, dass wir auch hier keine 100% Baumwolle haben. Wir haben 20% Polyester. Ich sage euch ehrlich, weiß ich nicht, weil ich finde auch in Polyester schwitzt du immer viel, viel mehr als in 100% Baumwolle. Ist natürlich jetzt auch wieder preiswerter. Der hat gekostet 60 Euro. Normalerweise zahlt ihr da auch irgendwie 90 Euro bei anderen Brands. Aber ich muss sagen, rein optisch gefällt der mir wirklich sehr, sehr gut. Ne? Und deswegen ziehen wir den jetzt mal an. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, der ist nicht auch zu groß, weil ich habe hier auch eine L bestellt. Wir werden es sehen. Let's go! Ja, wie schon zu erwarten, ist der leider auch zu groß. Der ist an sich wirklich nice. Ich blende euch jetzt mal ein Fit-Video ein. Das heißt, L habe ich bestellt. Die Ärmel sind perfekt, wirklich super Länge. Die Kapuze ist perfekt. Die Länge ist an sich wirklich auch gut. Aber der ist einfach zu breit. Der ist wirklich viel, viel zu breit für mich. Ich denke mal, das heißt, L wäre besser gewesen. Deswegen der Fit leider nichts, aber ich denke mal, es liegt daran, dass er einfach zu groß ist. Ich denke mal, ich hätte einfach eine M gebraucht. Weiter geht's mit der Hose. Ich weiß wirklich, Real Talk, nicht mehr, was das für eine Hose ist. Ob das eine Cargo ist, ob es eine Jeans ist. Ich habe Real Talk keine Ahnung mehr. Aber das ist eine Cargo-Hose. Aber mit so einem Jeansstoff. Okay, interessant. Interessant. Oh mein Gott, die ist, okay, die ist riesig. Die ist riesig. Also wir haben erstmal ganz klassisch für eine Cargo-Hose Cargo-Taschen. Und zwar nämlich auf dem einen Bein zwei Stück. Eine hier, eine da und auf dem anderen haben wir eine hier. Vorne haben wir ansonsten noch so aufgesetzte Taschen. Ja, ihr könnt es, glaube ich, sehen. Hier mit dem Vicinity und Lost Boys Logo eingestickt. Gefällt mir sehr gut. Ich sehe auch gerade, wir haben hinten zwei Stück von diesen Lederpatches. Auch eigentlich ganz geil. Einmal eben Lost Boys und einmal eben das Vicinity Logo. Also ich muss sagen, vom Stoff erinnert die mich so ein bisschen an die Lowlights Desert Cargo, weil das war auch so ein Jeansstoff. Die ist auch, ich glaube, ihr könnt es sehen, sehr, sehr breit geschnitten. Der Stoff fühlt sich gut an. Alles super. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Fit an. Weil, boah, da bin ich gespannt drauf, Digga. Ich glaube, die wird so riesig. Ich habe eine Size L genommen. Ich glaube, ich hätte überall eine M gebraucht. Ich habe jetzt überall eine L genommen, weil das Model, glaube ich, das so getragen hat, dass ich gedacht, ich brauche eine L. Naja, wir ziehen jetzt mal an. Aber an sich bin ich begeistert. Die ist echt nice. Komm. Es kann doch nicht sein, dass ich überall die falsche Größe bestellt habe. Auch hier habe ich eine L bestellt, hätte eigentlich eine M gebraucht. Die ist mir eigentlich auch wieder viel zu groß. Ich blende euch jetzt mal ein Fit-Video ein. Die fittet wirklich geisteskrank breit, aber die ist mir halt vor allem oben am Bauch viel zu groß. Die rutscht des Todes, ist mir auch zu lang. Also dementsprechend kann man das jetzt schlecht werten. Ich hätte safe eine M gebraucht. Ich denke mal, wer diesen überbreiten Fit feiert, wird auch die Hose feiern, wenn er die richtige in der richtigen Größe kauft. Zu guter Letzt haben wir dann noch einmal zwei Fleecejacken. Da waren, glaube ich, auch drei insgesamt am Start. Ich glaube, es gab die noch einmal in Cream. Ich habe jetzt einmal hier die lila, ne? Sehr interessant. Und einmal die schwarz-graue. Wir packen die einmal beide kurz aus. So, zack. Und hier hätten wir einmal die beiden Fleecejacken. Mir graut schon davor, die gleich anzuziehen, weil ich werde so todes schwitzen. Wir haben irgendwie wieder 35 Grad hier. Das hier wären dann einmal beide Jacken nebeneinander komplett zu sehen. Und ich muss sagen, mir gefallen beide wirklich sehr, sehr gut. Vor allem die hier. Hätte ich nicht gedacht, dass die mir so krass gefällt in der Farbe. Wir haben auf jeden Fall hinten im Nacken einmal Lost Boys eingestickt und das Vicinity Logo. Ansonsten gibt es noch einmal das Vicinity und Lost Boys Logo in klein hier vorne auf der Brust eingestickt und das wäre es an Details. Ich würde sagen, die Jacke kennzeichnet sich eigentlich durch diese Farbunterschiede. Wir haben hier entweder dieses lila oder dieses ja, rosa, pink, was auch immer. Hier in so ein schwarzes Material, Lost Boys Vicinity Tag und das wäre es an sich eigentlich zu den beiden Jacken. Ich muss sagen, ich finde die beide wirklich sehr, sehr geil. Ich hoffe, der Fit ist auch geil. Ich glaube, ich ziehe jetzt die an im Video und von der kriegt ihr ein Fit-Video. Machen wir das so, dann sieht ihr, glaube ich, beide Jacken mal angezogen.
Let's go! Ich will es wirklich ganz, ganz schnell machen, weil ich schwitze jetzt schon des Grauens. Auf jeden Fall muss ich sagen, die ist vom Fit eigentlich voll nice. Ich hatte gar nicht so viel auszusetzen. Die ist von der Länge perfekt, die ist ein bisschen cropped geschnitten, die ist von der Breite super. Die Ärmel könnten ein kleines Tick länger sein, aber ist jetzt auch nicht irgendwie schlimm. Aber ansonsten ist die Jacke eigentlich nice. Ich weiß jetzt nicht, ob die Farbe mir steht. Vielleicht sieht es auch irgendwie gerade voll kacke aus in der Farbe. Kostet 100 Euro. Ich finde 100 Euro auch vollkommen okay für eine Fleecejacke. Sogar sehr, sehr preiswert für eine Fleecejacke. Und dafür ist die echt nice. Also ich muss sagen, die ist super. Ich hoffe, die Farbe sieht nicht irgendwie lächerlich bei mir aus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Boah, Digga, ich bin so am Schwitzen, oh mein Gott. Kommen wir dann jetzt noch zu einem ganz kurzen Fazit. Ich muss sagen, rein optisch vom Design gefällt mir wirklich alles sehr, sehr gut. Ich würde alles davon tragen. Alles sieht cool aus. Super Kollektion. Was jetzt die Qualität betrifft, dafür ist aber auch der Preis halt billiger, ist die einfach nicht so das, was ich gerne hätte, weil ich bin nicht so der Fan von Polyester. Ich mag es einfach mehr, wenn es 100% Baumwolle ist, weil ich persönlich schwitze immer übel in den Sachen dann, wenn die so zusammengesetzt sind, und ich mag es einfach persönlich nicht. Manche mögen es nicht. Ihr wollt ja meine Meinung hören und ich mag es einfach nicht so gerne. Die Qualität ist jetzt trotzdem nicht schlecht, nicht so verstehen. Es ist immer noch eine super Qualität. Die ist um Welten besser als irgendwelche Zara und irgendwelche H&M Sachen für noch weniger Geld. Die ist wirklich gut, die Qualität, aber andere Brands, die auch mehr verlangen, haben einfach noch eine bessere Qualität. Muss man dann selber wissen, zahlt man ein bisschen weniger, will man ein bisschen schlechtere Qualität, oder zahlt man eben ein bisschen mehr. Aber ich finde die Preise an sich wirklich sehr, sehr fair. Und im Groben und Ganzen muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, kann ich safe empfehlen. Und die machen auf jeden Fall coole Sachen. Auch kreativ, coole Designs, coole Artworks. Auch das mit den Schuhen fand ich geil und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das wäre es dann mit dem Video gewesen. Lasst wie immer sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Lasst ein kostenloses Abo da. Ich glaube, das Video ist jetzt auch ein bisschen länger gegangen, weil ich habe echt viele Sachen, die ich hier vorgestellt habe und viel gelabert habe. Wenn ihr bis hier geschaut habt, kommentiert mal Hashtag Schuh. Hashtag Schuh. Wenn ihr bis hier geschaut habt, mal gucken, wer wirklich das ganze Video geschaut hat. Und ansonsten, genießt das gute Wetter, checkt Vicinity ab, checkt Lost Boys ab. Ich bin jetzt raus, Freunde. Ich muss duschen, weil ich totgeschwitzt bin. Anstrengendes Video, aber ja, hat sich gelohnt. Ciao!